Ein bisschen mehr Spannung hätte sich Pur-Frontmann Hartmut Engler für einen Mittwochabend vielleicht doch gewünscht. Aber vor allem die erste Halbzeit der Partie Bietigheim gegen Leverkusen war eine Machtdemonstration des Teams von Martin Albertsen. Angestachelt von der Niederlage im EHF-Pokal beim ungarischen Top-Team RTHC überrollte der SG Express den Tabellenneunten aus dem Rheinland. Besser geht Frauenhandball wohl derzeit nicht. Eine starke Abwehr, Torhüterinnen mit Weltformat und eiskalte Abschlüsse. Diese Qualität musste auch der Hexer Andreas Thiel, der in Leverkusen als Torwarttrainer fungiert, neidlos anerkennen. 22:7, der sensationelle Halbzeitstand. Ja, wir haben uns fest vorgenommen, dass es heute leider über Leverkusen hinausgehen muss. Wir hatten viel gut zu machen vom Wochenende und ich denke, das ist uns nicht über das ganze Spiel, aber das meiste Spiel ist gelungen. Die SG Ladies nahmen in der zweiten Hälfte den Fuß vom Gas. Coach Martin Albertsen wechselte das komplette Team durch. Denn bereits am Samstag wartet in der MHP-Arena Ludwigsburg im EHF-Cup mit dem russischen Meister Rostov-Don ein anderes Kaliber auf die Mädels. Heimspiel will man immer gewinnen, aber es kommt der russische Meister gespickt mit, weiß ich nicht, Nationalspielern aus wie vielen Ländern. Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen. Wir freuen uns drauf, wieder in der MHP-Arena zu Gast zu sein und ich hoffe, dass viele Leute kommen. In der Bundesliga im Trainingsmodus, im EHF-Cup an der Schmerzgrenze, so lautet derzeit wohl das Motto in Bietigheim. Es ist unser erstes Jahr im EHF-Pokal und da sind wir echt froh, dass wir solche Spiele mitnehmen dürfen. Wir gehen da auch ganz unbeschwert ran und nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Das ist eine Erfahrung für uns alle, für viele Spielerinnen das erste Mal und für uns als Mannschaft das erste Mal. Und deswegen genießen wir die Spiele einfach und schauen, was am Ende rauskommt. Anpfiff in der Ludwigsburger MHP-Arena ist am Samstag um 19 Uhr. Alles zum Spiel sehen Sie dann am Montag hier im Journal.